Ich bin ohne Torres. Du was? Torres. Schlachte die Ananas, Alter. Du tust mir jetzt schon leid. Du warst ein sehr guter Freund. Doch leider Schlachtfreund. Machst du das immer so mit deinen Freunden? Ich kann's nicht. Du warst ein so guter Freund, ich kann ihn nicht finden. Das geht einfach nicht mehr. Ich kann aber nicht. Oh, sollte das gerade geschnitten werden? Oh nein, das war. Ich glaube, das geht auch so. Sollten eigentlich beide Seiten ab oder nur die eine? Eine reicht. Sag es auf die Packung. Packung sagt, eine reicht. Da, falls es süß. Auf und dreht, ernsthaft? Ja. Ich glaube, die Ananas muss auch ein bisschen festgehalten werden. Echt? Hey, komm mal schnell. Eigentlich dreht man ja das Ding und nicht die Ananas, aber... Das muss aber anders sein. Stirb. Kurze Frage. Ja? Beim Anspitzen, drehst du den Stift oder den Anspitzer? Den Stift. Beides. Ich drehe beides. Ich auch. Aber sonst immer den Anspitzer. Nö, ich immer den Stift eigentlich, aber ey. Ich mal gucken, wann ich unten durchkomme. Oh. Da bist du unten. Du bist voll unten durch bei ihr. So, was macht man jetzt mit dem Stiel? Das kannst du jetzt mit Alkohol auffüllen, weißt du? Oh ja, auf jeden! Ich wollte dir gerade anbieten, wir wärsten jetzt mit Wackelpudding da rein. Auf jeden! Malibu und dann Maracuja-Saft, gib mal her. Ich will das auch ausprobieren. Ist es zwar Ananas mit Bayer, aber Ananas-Saft kann ich ja komischerweise trinken. Ich hab keinen Maracuja-Saft. War der nicht leer? Ja. Nee, stand der nicht da irgendwo? Irgendwo seitlich? Irgendwo hab ich den. Und ich traut... dieser ganzen Fabrikation hier nicht so ganz. Aber die scheint ja dicht zu sein. Wo sind jetzt die Strohhelme? Strohhelme haben wir auch. Ja, drei. Vier. Wir sind vier. Ich habe mich verzählt. Nicht mitgezählt? Mich. Ich zähle mich immer nicht mit. Oder das Mädchen, nicht, dass du hier sonst wen nicht mitzählst. Ja, ich hole gleich nochmal aus dem Kühlschrank was. Oh, 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 oh. Ein bisschen wenig, wa? Geht. Bei Malibu ist es ja eh scheiße. Egal, meine ich. Ja, ob es nur mitschmeckt oder nicht. Oh, das hat's gebracht. Naja, wenigstens ist die Packung leer. Ananassaft mit Malibu hatten wir schon mal probiert bei Angie, oder? Ananassaft mit Malibu? Ich weiß nicht. Doch, ja, bei Angie. Ananassaft mit Malibu, ja, das schon. Wie hast du dich gefühlt, die Innereien der Ananas rauszukratzen? Ich glaube, sie hatte eine morbide Freude daran. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Sag ich doch, ich will mehr. Wo ist die nächste Ananas? Muss ich wohl nächstes Mal mitbringen. Können wir nächstes Jahr, dann schenkt dir jeder eine Ananas. Das ist eine gute Idee, das führen wir jetzt ein. Und alle anderen, die dann kommen, warum schenkt ihr alle eine Ananas? Das werdet ihr gleich sehen. Und sie muss nicht bis 0 Uhr warten. Sie darf sie auch vorher schon anschneiden und ausnehmen. Weil jetzt hat sie ja so ein schönes Teil. Warum kann ich keine Ananas essen? Was, ne? Mein Mund brennt schon, wenn ich die nur angucke. Also es ist grün. Grün! Ich nehm rot. Cool, blond. Blond. Rot wie meine Hose. Blau. Ey, werd mal wieder scharf, danke. Ups, ups. Ja, Gott sei Dank, ich hab eine Tüte runtergepackt, ey. Ja, kann ja nicht jeder ahnen, dass du so dämlich bist. Verzeihung. Stirb. Finden Sie sich, Mr. Stark. Finden Sie sich. Wir haben einen Hulk. Ich bin Mr. Stark. Interessant. Kleins. Sangria mal anders. Mein Strohhalm ist kaputt. Oh, das schmeckt geil. Mein schmeckt. Mund brennt, aber egal, ich mach weiter. Mein Strohhalm ist kaputt. Ich muss sie jetzt halt aufpassen, nicht einfach loszulaufen. So wie sie. Schmeckt fantastisch. Hm. Naja, ist ja auch eine Ananas, verdammt.
Das ist echt mal was anderes. Gesunder Alkohol. Wie habt ihr euch gefühlt? I am God. Was sie dazu sagt, wissen wir. Das haben wir gerade gehört.